So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4 hier im Lager der Tanith, wo wir dann erst heute die nächste große Weltquest angehen werden. Untergegangener Weltuntergang. Erinnerung an Gurabad. Auf dem uralten Übungsplatz gab es ein seltsames Beben, das laut Lilopar etwas mit der langen Vergangenheit Gurabad zu tun haben könnte. Tja, dort in der Nähe haben wir sowieso ja auch im letzten Part schon mal ein paar Figuren aufgestellt. Ein paar Figuren, die ja sowieso mit dieser Questreihe auch in Verbindung stehen sollen. Wofür wir allerdings ja noch keine Aktivierungsmodule besitzen. Wir besitzen zwar die Figuren, haben die ja da schon aufgestellt, aber haben ja nichts zum Aktivieren da. Das ist jetzt nun mal das klitzekleine Problem. Andererseits. Moment. Wir haben ja eigentlich ja auch schon mal im letzten Part auch eine weitere Digitalflamme aktiviert. Vielleicht gibt es die dann hier, sowieso auch noch. Das sieht da ja sowieso verdächtig aus. Aber wie können wir die dann, jetzt hier freischalten, um sie, weiter zu nutzen? Tja, gute Frage, nächste Frage. Wird sich, sicherlich, bald. Beantworten die Frage, gehe ich mal davon aus. Naja, vielleicht aber. Ah ja, für die Flamme brauchen wir Flammen. Nur keine Ahnung, wo wir jetzt hier gleich die nächste Flamme zu aktivieren haben. Aber vielleicht sollten wir dahingehend auch erst einmal mit Lilopar sprechen, was jetzt hier eigentlich überhaupt los ist. Sei vorsichtig, ich spüre ein seltsames Beben aus der Tiefe. Hä, was hast du gefühlt? Nicht, das war nur eine Übung. Na klar, das war nichts, nur eine Übung. Warte, was für eine Übung war das? Psst, sie sind da. Wer ist jetzt? Achtung! Solidify. Ah, wieder die Matrixe. Shine down. Propagate. I will have order. Oder besser gesagt, wieder mal die Konstrukte. Spring forth. Retribution. Torn to oblivion. Propagate. This is order. Stabilize. Scatter. Okay, diese Übung könnte jetzt auch so langsam nicht mal zu Ende gehen. Solidify.
Okay, nächste Runde. Der Kampf gegen die Konstrukte geht weiter und weiter und weiter. Für was für eine Übung auch immer hier jetzt aktuell notwendig ist. Oder was für eine Übung zu uralten Zeiten es damit hier stattgefunden hat. Okay, zuerst den anderen besiegen. This is order. Terminate. Stabilize. Verdict is. Illusion shattered. Gather. There is no escape. Torn to oblivion. Gut, noch ein noch mehr Einheiten. I will have order. Stabilize. Propagate. Shine down. Burn. Propagate. Tja, die wievielte Runde ist das jetzt? Sagt die vierte? Die dritte? There is no escape. Das müsste doch theoretisch jetzt schon die dritte Runde sein, wo wir jetzt hier gegen die Konstrukte kämpfen. Okay, der ist sagt schon mal down. Illusion shattered. Und sehr viel fehlt, er sagt jetzt auch für den nicht mehr. Ich wusste von Anfang an, dass sie für dich nur eine Kleinigkeit sind. Ah, schau, Gurabat. Was? Bitte verbinde mich mit der Schachfigur. Und wie? Verbinden? Was soll das heißen? Suche den Vorsprung auf ihre Oberfläche und stecke ihn in den Steckplatz in meiner Flasche. So einfach ist das. Gibt es etwas wirklich? Aber deine Flasche sieht ziemlich glatt aus. Es gibt keinen Steckplatz, um ihn einzustecken. Ist nur so, dass du es nicht sehen kannst. Oh. Weil ich es mir gerade ausgedacht habe. Oh, hey! Na gut, keine Witze mehr. Mein Herr, du musst mich nur nehmen und die Schachfigur berühren. Ja. Untergegangener Weltuntergang. Sollte man daraus schließen, dass der Weltuntergang untergegangen war, bevor er den Weltuntergang auslösen konnte? Naja. Dann berühren wir mal die Schachfigur von Gurabat. Lilopar, geht es dir gut? Warum bist du so still? Lilopar? Warte mal, siehst du, sie leuchtet? Das ist ziemlich ungewöhnlich. Die Zauberflasche des Djinn schimmert und scheint im Einklang mit der Vibration der Schachfigur zu sein. Du hörst das Vergehen der Zeit wie Wassertropfen in einem Gefängnis. Es schien ein Leben lang zu dauern, aber nur ein Augenblick. Lilopar hat kein Wort gesagt. Und dann aus dem Nebel heraus siehst du eine riesige Stadt. Riesig, aufgebläht und kalt. Die Erde öffnete eine Spalte und verschluckte alles in Gurabat. Und da war das Tor, das in die Bergwände eingelassen war. Es war so hässlich, dass es den ganzen Schmutz der alten Welt zu enthalten schien. Aber irgendwie war es den Blicken der Menschen entgangen.
Das da drüben ist Gurabat, jetzt erinnere ich mich. Und mein Kopf tut weh. Hast du eine Aspirin dabei? Was ist das? Was ist denn mit euch los? Sagt Paimon das nächste Mal vorher Bescheid. Paimon mag es nicht, ständig erschrocken zu werden. Entschuldigung, Paimon. Tja, Paimon ist sowieso sauer. Hey, so wie ein kleines Kind. Nun kein Grund zur Sorge, Klein. Ich werde ihn dir zurückgeben. Wenn die Zeit gekommen ist, wird er dich mit viel leckeren Essen entschädigen. Und mit Mura, eure Währung, richtig? Es heißt Mora. Moment, warum sollte ich dich korrigieren? Das hört sich schon besser an. Paimon wird es nicht vergessen. Leckeres Essen und Mora. Gut, Schluss mit der Spielzeit. Lass uns nach Gurabat gehen, mein Herr. Gurabat, was gibt es dort? Nichts, nichts übrig geblieben. Alles, was bleibt, sind Erinnerungen der Geister, zerbrochene Träume, die nicht wiederhergestellt werden können, und der süße Geschmack der Rache. So würde ich sagen. Das scheint ein bisschen viel zu verlangt zu sein, aber ich möchte, dass du meine Vergangenheit und meine Lektion kennenlernst. Deine Worte sind irgendwie unlogisch. Paimon versteht es nicht, aber was du sagst, klingt wie ein Abschied. Ist etwas Schlimmes passiert? Ha, nein, es ist nur so, dass es einige Dinge gibt, die ihr selbst sehen solltet. Und was ist es? Wovon redest du überhaupt? Wie auch immer, bitte folge mir. Ich zeige dir die Lage von Gurabat. Gut. Tja, Schachfigur berühren? Ich glaube, das könnte ein Fehler gewesen sein. Oder war das Erzak jetzt die Aufgabe gewesen, die Erzak links Erzak nicht gelesen hatte? Betreten wir denn jetzt wirklich so Gurabat? Dient vielleicht diese Schachfiguren Erzak als direkte Portale? Ich glaube ja. Es sind, wie es aussieht, direkte Portale. Wir waren gerade noch eben neben der Schachfigur und plötzlich sind wir hier. Wie konnte das passieren? Es ist großartig. Hey, willst du das etwa nochmal machen? Nein, mir ist etwas schwindelig dadurch. Ja, wie du es sagst, Paimon fühlt sich auch ein wenig benebelt. Das ist normal, die Koordinaten werden abgelenkt, wahrscheinlich wegen der Alterung. Hey, ist es nicht die Schlucht, in der wir zuerst gekommen sind? Warum bringst du uns hierher? Gibt es hier irgendwas Sehenswertes? Du hast so viele Fragen, Kleine. Seltsam, es sollte doch hier sein. Ah, hier ist es. Das in der Spalte der Welt versunkene Gurabat taucht heute vor deinen Augen wieder auf. Oh, es sieht so aus, als hätte eine andere Gruppe von Bewohnern diesen Ort besetzt. Bitte beseitige sie, mein Herr. Ernsthaft? Hätten wir auch nicht den Vordereingang nehmen können? Ist das jetzt da wirklich Gurabat? Überrest des alten Gartens. Und das sind doch eigentlich jetzt mehr wieder Urkonstrukte. Und da gibt's sag jetzt auch wieder ein weiteres Fragment. Inazuma scheint eternal. Solidify. Aber egal. Zuerst einmal hauen wir das erste Konstrukt weg. Jetzt das zweite Konstrukt gleich. Und dann ist auch gleich schon alles wieder gut hier. Gut, jetzt als nächstes müssen wir also Lilopas nächstes Fragment erhalten.
Okay, sammeln wir dann eher mal das Fragment gleich auf. Somit erlangte der Sakililopa auch bald ihre vollständige Form wohl wieder. Als das Glitzerfragment in die Zauberflasche von Lilopa eindrang, spürst du, wie mal erneut wieder deine Kraft entzogen wurde. Shiroye is Koranden, sagte der Mann mit der Messingmaske. Wer deinen Namen trägt, wird keinen Erben haben. Ich werde die vielen Götzen im Tempel deiner Götter zerstören. Ich werde dich wegen deiner Niedertracht ins Grab bringen, sagte der Mann mit der Messingmaske. Aus dem verstörten Blick des Jin siehst du, wie Gurabat in Dunkelheit gehüllt war. Gurabat war lange Zeit ein Wasserreservoir. Aber jetzt fliehen ihre Bewohner wie eine Flut. Die besinnungslosen Jin brechen aus den kalten Maschinen und den Waffen der Soldaten hervor. Und überall gibt es zinnoberroten Wein und Granatapfelsaft. Die Granatäpfel werden zerbrochen und zerdrückt und zu einer matschigen Masse zertrampelt. Prall oder verdorrt, reich oder bescheiden, die scharlachroten Früchte verkünden die Ankunft Koramdens, die Freude am Leben und den Jubel über die Rache. Der Saft schmeckt so süß und weich wie süßer Wein. Er fließt durch die Stadt und verwandelt sich in ein rotes Meer. Das Meer ertränkt zuerst die Sklaven, dann heulen und schreien ihre Herren, während sie auf dem Ozean der Nacht treiben. Schließlich siehst du den König mit der Messingmaske. Er flieht in die Schatten, in die Arme von Shirin. Ihr Gesicht ist alt und trübe und die Spuren von Leben und Verstand verschwinden wie Staub im Nachtwind. Auch König Kissera, der sich in ein schwarzes Monster verwandelt hat. Sie sind alle von deinem Blut und doch freust du dich darüber. Du freust dich über deine Strafe. Oh Gurabat, deine Wunde ist nicht zu heilen. Deine Schande ist für alle zu sehen. Diejenigen, die die Nachricht hören, werden klatschen und vor Freude schreien. Denn wer hat nicht unter deiner endlosen Tyrannei gelitten? Oh, Gurabat, deine Wunde ist nicht zu heilen. Deine Schande ist für alle zu sehen. Ormast war einst mein Geliebter. Durch die Liebe des Djinn wurde er vom Hirten zum Herrscher. Ich dachte, er wäre mehr als ein sterblicher Gefährte. Ich verliebte mich törichterweise in seine Augen. Aber die Eitelkeit und der Egoismus des Königs überwältigte ihn schließlich. Er unterschied sich nicht von jenem kurzlebigen, sterblichen Königen. Er wanderte nur in einen Traum von Eroberung und Verfolgung und baute Paläste auf Treibsand. Und deshalb hast du ihn ermordet? Wie gesagt, ich habe ihn bestraft. Vom Vater zum Sohn bis zu drei Generationen. Kisra, Parvesravan, Shirin, mein Eigenfleisch und Blut. Mit Blut plante ich mit Honig, richte ich sie hin und mit der Glut des Ehrgeizes züchtigte ich sie alle. Aber das ist noch nicht alles. Noch nicht. Über den Untergang von Gurabat. Der alte Parvesravan, mein geliebter Sohn. Er wollte unbegrenzte Macht, also gab ich sie ihm. Ich habe für ihn eine Maschine entworfen, die von Überresten des Djinn angetrieben worden und ihn in einen Traum aus pechschwarzer Dunkelheit dazu inspiriert, einen kolossalen Mechanismus zu bauen, der alle künstlichen Dinge ständig verschlucken und ausspucken konnte. Sie haben unermesslichen Reichtum gebracht, aber auch die Fröner ihrer Lebenskraft und die Bauern ihres Eigentums beraubt. Adlige und Reiche weinten vor Freude. Sie dachten, dies sei der Triumph der Sterblichen und das Ende der Sklaverei. Aber nur ich kannte die Wahrheit. Die Abschaffung der Sklaverei war der Beginn einer endlosen und grausamen Knechtschaft. Die Sklavenhalter wurden von der Verpflichtung befreit, Sklaven zu versorgen, und die Sklaven wurden der kleinen Wohltat beraubt, nicht verhungern zu müssen. Paimon ist verwehrt. Wovon redest du? Armut erzeugt Hass, Hass weckt Ehrgeiz, Reichtum führt zu Gier und Gier schürt auch Ehrgeiz. Der Ehrgeiz trieb ihn dazu, seine Königin Shirin, die aus seiner leibliche Schwester war, zu zwingen, einen geistlosen, deformierten Djinn zu gebären. Und ihr Leiden hat mich erfreut und gestärkt, damit ich ihr Fleisch und Blut aufziehen konnte. Du meinst Shiruye? Shiruye ist Koramdin mit der Messingmaske. Die Armen und Sklaven sahen ihm einen Abgesandten ihrer Herren, ein Retter des Elends. So führte er sie dazu, die Gerechtigkeit anzunehmen, den Tod anzunehmen. Oh, Klein, du bist also immer noch hier. Warum bist du so still? Es ist nur so, dass Paimon es nicht versteht. Und was du gerade gesagt hast, klang wirklich verängstigend. Ach, ist schon gut. Ich habe nur über meine Vergangenheit und mein Schicksal gesprochen. Oh, ach, Paimon weiß nicht, was Paimon sagen soll. Dank deiner Begleitung konnte ich in den Garten meiner Herren zurückkehren. Hey, warum sagst du das plötzlich?
Gurabat ist der Ort, an dem mein Schicksal liegt. Ich kehre in diese Stadt zurück, weil es hier etwas gibt, das ich tun muss. Weil du in der Vergangenheit viel falsch gemacht hast und du zurückgehen musst, um es wieder gut zu machen, ist es richtig? Falsch gemacht? Haha, ich habe nichts falsch gemacht, aber meine Kinder sind noch da. Sie und Shiroye. Sie müssen ziemlich einsam sein. Du meinst also... Die Macht der Finsternis wird immer stärker. Nur die Kraft einer Mutter kann ihr die Stirn bieten. Ich dachte, ich könnte den dunklen Abgrund nutzen, um zu bestrafen, was ich hasste. Aber wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Es wird auch mein Schicksal sein, Gurabat zu betreten, um mich der Vergeltung zu stellen. Mein Herr, tut mir leid, dass ich nicht länger an deiner Seite bleiben konnte und dass ich nicht mehr Zeit habe, mich mit dir vertraut zu machen. Aber ich weiß, dass das Schicksal für ein Wiedersehen sorgen wird. Du hast eine unbestechliche Eigenschaft. Ich glaube, dass ich die richtige Wahl treffen werde. Deine Wahl? Im Allgemeinen wählt der Meister nicht den Djinn, sondern Djinn wählt seinen Meister. Selbst wenn sich unsere Wege trennen sollten, glaube ich nicht, dass unsere Verbindung so leicht abreißen wird. Also bitte nimm dieses letzte Geschenk an. Bitte halte mich an dein Ohr, noch einmal. Du hältst die Zauberflasche sanft an dein Ohr. Mit einem Kichern hörst du, wie dir jemand in einer Sprache ins Ohr flüstert, die so weich und zart ist. Ihre Worte klangen unberechenbar wie ein Springbrunnen und doch hast du jedes Wort davon verstanden. Schließlich verklingen die Worte und hinterlassen nur ein verweilendes Echo in deinem Ohr. Durch ihre Anweisung wirst du mit den alten Versen vertraut, aber sie sagte nichts mehr. Hey, schau mal, das Licht in der Flasche verdunkelt sich. Lilopa, geht es dir gut? Lilopa? Lilopa! Das Licht der Flasche wird schwächer und flackert allmählich wieder auf, aber sie spricht nicht mehr. Gurabat wartet auf sie. Also, so war es wirklich ein Abschied. Werden wir sie jemals wiedersehen? Sollen wir zurückgehen? Tja, untergegangener Weltuntergang. Wenn sie über das Verborgene wüssten. Ja, ich habe keine Ahnung. Geht das jetzt noch weiter oder war das jetzt erstmal der Abschluss? Tja, keine Ahnung. Könnte höchstwahrscheinlich erstmal der Abschluss des Ganzen sein. Aber sicher bin ich mir dabei jetzt in der Sache auch nicht. Wir haben jetzt immer ein Gurabat betreten. Und mehr scheinen wir jetzt hier wirklich nicht zu tun. Tja, eigenartig. Okay, so wie das Teil jetzt aussieht, haben wir jetzt hier, wie es aussieht, ein neues Konstrukt herausgefordert. Obwohl, nein, das ist ja kein neues Konstrukt, das ist eher eine Art... neuer Ruinenwächter. Obwohl, nein, eigentlich auch kein neuer Ruinenwächter. Sowas in der Art haben wir doch sowieso, er sagt auch schon, vor längerer Zeit gesehen.
Chaos Oculus? Tja. This will do. Tja, gute Frage, nächste Frage. Haben wir hier noch was zu erledigen oder ist es jetzt, sagt wirklich nix? Schwer zu sagen. Wir könnten ja immer, sag mal, wieder zurückgehen nach Tanit. There is no escape. Propagate. Germinate. Ist zwar jetzt ein bisschen unwahrscheinlich, aber es könnte ja immerhin sein. Dass dort noch irgendwas anderes. Warte, was ist das jetzt? Blinde Wut, erodierter Fels? Keine Ahnung. Aber es könnte ja immerhin sein, dass jetzt, er sagt, mit dem Abschluss des untergegangenen Weltuntergangs, wie er sagt, irgendwas Neues jetzt freigeschaltet haben. Denn ansonsten ist mir das, er sagt, jetzt doch ein bisschen zu wenig jetzt noch gewesen. Denn wozu sind, er sagt, die anderen Schachfiguren jetzt gut? Tja, denn wozu sind der, sag jetzt, die anderen Schachfiguren gut? Ich denke mal, wir teleportieren uns jetzt einfach mal zurück nach Tanit. Es kann zwar sein, dass es jetzt, sag, alles war, es kann aber auch sein, dass wir jetzt, sag, noch irgendwas anderes hier zu tun haben.